Servus Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, wir haben in der letzten Folge ja Ganons Donnerfluch erfolgreich besiegt und ich wollte jetzt mal die drei Nebenquests hier noch ein bisschen machen von der Stadt, weil ich will eigentlich diesen blinden Donnerhelm haben. Genau, die erste Quest müsste eigentlich hier in dieser Richtung liegen. Ich zeige euch das nochmal. Und zwar, Marlene sagt, dass nur ein Moldora-Herz die Krankheit ihres Mannes heilen kann. Moldoras reagieren empfindlich auf Erschütterung und greifen alles an, was sich ihnen nähert. Sie will ihren Mann helfen, aber hat allein keine Chance gegen so ein Ungetüm. Und das ist bestimmt auch hier, hängt mit der Quest zusammen, weil Barrette ist wieder verschwunden. Sie wollte ein Riesenfossil im Südwesten untersuchen und ist nicht wiedergekehrt. In dieser Gegend treiben nicht nur Moldora und nicht nur Moldora, das wäre ja das Vieh, was wir brauchen. Man benötigt sogar Spezialkleidung, um die extreme Hitze zu überleben. Verwende deine Karte, um nach Barrette zu suchen. Okay. Kleidung haben wir. Also ich hoffe zumindest, dass das reicht. Und zwar hier die Wüstenausrüstung. Das schaut doch schon mal sehr gut aus. Frostmelone. Okay, damit können wir Hitzeresistenz wahrscheinlich machen. Okay, man kommt hier wirklich langsam voran in dem Sand. Müsste ich vielleicht doch mal schauen, ob ich nicht die blöden Sandstiefel da bekommen könnte. Okay, da ist schon wieder so ein Vieh. Ah, hier ist der Kopf. Ganz gut. Der Bogen ist natürlich schon wieder mal, können wir natürlich schon wieder nicht nehmen. Genau, okay, hier sind ein paar Feinde. Können wir den gleich wegnuken? Okay. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir die blöden Echsen da auf dem Turm wegkriegen, weil nämlich die wahrscheinlich Alarm schlagen werden, so wie der jetzt gerade. Durch. Okay, die haben schon gemerkt. Oh. Ich wollte mal probieren. Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Okay, es ging eigentlich. Und wir haben ein Schild bekommen. Wo kommt denn der Wärme her? Krochen da. Egal. Mal erstmal down machen hier. Schlingel lehnen. Okay, der ist weg. Okay, jetzt wird's kalt. Dann ziehen wir uns doch was anderes an. Ist ja kein Problem. Wir sind ja für alles bereit. Wir sind ja für alles bereit, Leute. Haut schon hin. So, okay.
Hier sind noch ein paar Pfeile. Muss ich doch mal Pfeile farmen gehen. Egal. Okay, schauen wir doch mal. Hier ist noch ein großer... Nein. Alter, macht der Schaden. Okay, haben wir einen Schuh. Das Feuerschwert wollte ich aber nicht nehmen eigentlich. Komm, nehmen wir den Säbel hier. Da ist eins. Okay. Das läuft, würde ich sagen. Den schießen wir gleich weg da. So, was ist da drin? Saphir, okay. Der Blutmond kommt auch schon wieder, okay. Aber das wäre doch jetzt so ein Riesenfossil hier, oder? Was sie angucken wollte. Kann ich da oben rauf? Ja, da hinten kommt man rauf. Probieren wir doch gleich mal. Ah, hier ist ein Grog. Ein Grog-Samen. Mei. Jei. Wo ist die nächste Blume? Da oben. Ich glaube, das sind immer 4 Stück. Kann das sein? Ah, jetzt kommt der Blutmond. Hahaha. Schon lange keinen mehr gefunden. Ich muss sagen, ich schaue auch gar nicht so genau. Sonst kommt der Scheiß wieder. Ich hoffe mal, die resetten jetzt nicht hier die Gegner. Die Nacht des Blutmondes. Jupp, das kennen wir schon. Oh, und sie sind resettet. Diese Richtung müsste ich. Aber ich glaube, hier unten war nichts mehr, oder? Ne, hier war nichts mehr. Ich hatte da alles eingesammelt. Komm, wir fliegen mal weg hier. Also eine Robbe wäre jetzt nice. Du machst gar nichts mehr. Da weiter rüber.
So die Richtung da hinten zu den. Zu der komischen Ruine oder was es ist. Dort müssen wir hin. Lauf, Link! Ach du heilige Scheiße. Wir speichern. Okay. Dann gucken wir uns das doch mal an. Alter, bitte, bitte, bitte. Alter, willst du mich verarschen? Wir laden gleich nochmal. Wie mache ich den denn? Okay, der kam aus dieser Richtung. Wie mache ich den? Oh, ich habe schon einen Plan. Jetzt kommt er nicht mehr, oder was? Wahrscheinlich kommt er damit. Okay. Komm, Nummer 2 bei. Denke mal, dass es gleich wieder einer kommen wird von denen. Wir speichern nochmal. Oh nee, oder? Jetzt sehe ich natürlich überhaupt null, wo ich bin. Aber wenn ich jetzt hier weitergehe, dann müsste ich eigentlich genau zu der komischen Ruine hinkommen. Oder? Da ist er. Genau dort wollte ich hin. Hier müsste doch eigentlich auch das Skelett irgendwo sein. Glaub ich zumindest. Okay, hier sind ein paar Viecher. Wir nehmen mal einen Bombenpfeil. Boah. Nein, warum machen die denn so viel Schaden? Sortieren mal. Ich brauche irgendwas. Komm, nehmen wir das hier. Okay, der ist down. Ah, der bringt mir nicht viel. Noch ein Elektrofeil, vielleicht bringt es mehr. Wir müssen jetzt ein bisschen aggressiver spielen hier. Alter, bin ich schon wieder fast tot. Was ist denn da los? Thank you.
Stirb! Okay, so nur den großen. Ah, vorbei. Okay, der ist down. Fehlt noch einer. Stirb! Alter Schwede. Okay, die müssen ja irgendwas hier bewacht haben. Ah, da ist eine Kiste. Eine Kiste. Saphir, okay. Jetzt muss ich aber bloß mal schauen. Hier müsste doch irgendwo das Fossil eigentlich sein, oder? Mei, ich finde doch nie wieder raus. Aber die Karte steht uns nämlich auch nicht zur Verfügung. Komm, die nehmen wir jetzt lange her, bis es dann kaputt ist. Wir speichern mal. Und futtern was. Hier kommen, haben wir uns den rein. Fitness-Dampfpilze. Apropos dampfen. Wir dampfen jetzt mal. Okay, wir sind wieder voll. Ich will hier gar nicht so weit weg gehen, weil ich kenne mich sonst hier überhaupt nicht mehr aus. Und auf der Karte sieht man natürlich gar nichts. Man kann sie auch nicht bewegen. Aber ich kann doch jetzt nur, nicht nur wegen der blöden Truhe hierher gekommen sein, oder? Hier muss doch noch mehr sein. Können wir irgendwas aufheben oder so? Oh, okay, jetzt ist er wirklich kaputt. Anscheinend nix. Ich weiß eben nicht, wie weit ich hier gehen kann. Bis es dann irgendwann mal heißt, kehre bitte zurück oder so. Da sind auf jeden Fall noch Echsen. Okay. Dann werden wir mal ein Ding verpassen hier. Okay, das Masterschwert ist auch schon wieder ready. Ah, was ist hier? Alter. Nochmal. So, jetzt müssen wir erstmal eine gescheite Waffe nehmen hier, was ein bisschen mehr Power hat. Hm.
Schild. Mein Herz, Bockstock. Okay, das ging eigentlich gar nicht so schlecht, die Fähigkeit. Okay. Jetzt schauen wir mal, die wird bestimmt da drin sein. Dann brauche ich... Okay, der ist down. Ja, du hast auch... Was? Okay, wir haben irgendwas geschafft hier. Okay, eine Kiste. Bim. Wir speichern ab. Boah, Alter. Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Den Hauer, okay. Was ist das hier? Ein Bogen. Einen Bogen brauchen wir noch nicht. Machen Sie mal an die Kiste ran hier. Boah! Und ich habe wieder mal keinen Platz. So, was muss dafür weichen? Der Scheiß hier. Genau, nehmen wir lieber das hier mit. Natürlich besser. Elektro-Großschwert, geile Sache. So. Jetzt könnte mal langsam der Sturm aufhören hier. Nehmen wir uns auch mit. Okay, gehen wir hier nochmal weiter oder nicht? Zitterfrucht. Okay, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Bis auf, irgendwann wird er schon mal sagen, kehre bitte um oder was, keine Ahnung. Hier kannst du nicht weitergehen, okay. Dann gehen wir mal in diese Richtung da. Aber ich denke, hier, wo es so dunkel wird, dass da halt nicht weitergeht. Ich bin schon wieder komplett verlaufen. Okay, ist down. Ich habe mir einen Bogen fallen gelassen, oder? Und den brauche ich schon. Warum habe ich den überhaupt fallen gelassen? Oh, das ist fies gemacht hier. Wenn man hier einfach keinen Plan hat, wo man hin muss. Da hinten was? Ah. So, jetzt. Jetzt müssen wir eigentlich genau dorthin. Das heißt, ich drehe mich jetzt einmal so und gehe. Wir drehen uns nochmal. Wir müssen. Ah, das ist der Totenkopf. Alles klar, wir müssen dann hinter dem Totenkopf weiter einfach. Okay, wir haben eine Orientierung. Hoffe ich zumindest.
Ja, komm. Resette von mir aus. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich will sie hinten hin. Gib mir Eblo Schrott. Okay, jetzt muss ich genau hier hinten weiter geradeaus. Dann müsste ich eigentlich zu dem Punkt hinkommen. Ja, wir speichern lieber nochmal. Ich habe eh schon 1000 Mal gespeichert, aber shit happens, egal. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mich hier nicht verirre. Und da oben scheint doch schon was zu sein, oder? Oh, wow. Leck, das sieht ja brutal aus. Schrein in der Nähe. Oh, es wird hell. Und wir haben eine Robbe. Eine Robbe. Und ein Schrein. Und eine Fee. Sehr, sehr nice. Jetzt hoffe ich mal, dass die Beretta hier irgendwo ist. Da ist er. Da. Aber erst hol ich mir den blöden Schrein. Aktivier den. Hawakai-Schrein. Weil man weiß ja nie, was hier noch alles so passiert war. Komm, den machen wir noch schnell, oder? Nee, komm, wir gehen erst zu der... Wir gehen erst zu der Tussi da. Und den Schrein machen wir dann danach. Wir können uns auf jeden Fall schon mal her teleportieren. Ist schon mal sehr nice. Und da hinten ist eine Fee. Die wird wahrscheinlich tausende Rubine jetzt wollen, die ich gar nicht habe. Aber das müsste doch sein, oder? Sprechen. Ja, das ist sie. Bist du eine Fee? Oder ein Götterbote, der mich in den Himmel mitnimmt? Ich kann gar nicht richtig sehen. Das ist wohl das Ende. Reiß dir doch mal zusammen jetzt. Wenn ich nur noch einmal Maxidurian essen könnte. Maxidurian? Maxidurian? Die Suche nach Beretta. Oh, muss ich jetzt hier so ein Ding bauen, oder wie? Du hast Beretta gefunden, die in der Wüste zusammengebrochen war. Sie wiederholt im Fieberwahn immer das Wort Maxidurian. Sie scheint eine Frucht essen zu wollen. Habe ich die vielleicht? Schauen wir mal. Ich habe da so viel Zeug eingesammelt. Ich glaube, das müsste doch eigentlich... Oh nee, oder? Sag jetzt nicht, ich hab das nicht. Nee, ich hab das nicht. Och nee. Okay, ich glaube aber, ich weiß, wo wir das herbekommen. Das müsste eigentlich in der Stadt sein. Okay, passt. Dann weiß ich hier schon mal Bescheid. Gut, damit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge möchte ich mir auf jeden Fall mal den Schrein anschauen. Mit der Fee quatschen, was die hier verlangt. Wahrscheinlich Unsum. Genau, da will ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.